Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um die wichtigste Sache, die du machen musst, wenn du deine Frauen, die du kennengelernt hast, auf Tinder, auf LOVOO und Co. erfolgreich auf ein Date bekommen willst. Denn es gibt eine Sache, die diese Plattform machen, die gegen dich spielt. Und dagegen brauchst du eine Strategie. Die will ich dir heute mitgeben. Und dann können deine Tinder- oder LOVOO-Dates auch in Zukunft erfolgreiche Dates im echten Leben werden. Also, viele Männer oder immer mehr Menschen allgemein sind ja auf Dating-Plattformen und stellen fest, dass Dating-Plattformen nicht ganz das versprechen können, was sie halten. Dating-Plattformen sind für viele Männer ein schwieriger Ort, um Frauen kennenzulernen, aber natürlich funktioniert es auch. Und heute möchte ich dir erklären, wie du es schaffst, die Nachteile dieser Dating-Plattformen zu überwinden, um sie zu deinem persönlichen Vorteil zu machen. Und dazu müssen wir erstmal verstehen, was ist denn der Nachteil dieser Dating-Plattformen? Was ist denn das große Problem der meisten Dating-Plattformen? Gucken wir uns mal Tinder an zum Beispiel. Man matcht also auf Tinder und die Informationen, die du jetzt zu der Frau hast, sind ihre Beschreibung, ihre Fotos und möglicherweise, wenn du Glück hast, ein verlinkter Instagram-Account. Mein größtes Problem und das größte Problem der Männer, die ich kenne, ist, dass es ihnen schwerfällt, eine wirkliche Konversation daraus zu starten. Im Alltag ist das kein Problem, denn im Alltag haben wir ein paar spezifische Sachen, die wir online nicht haben. Dazu komme ich gleich. Es ist also schwer, eine Konversation zu starten und dann ist es meistens sehr schwer, eine Konversation interessant und lang genug am Laufen zu halten, dass überhaupt was daraus werden kann. Den größten Fehler, den du auf keinen Fall machen solltest, ist ewig auf diesen Plattformen hin und her zu schreiben und mit ewig meine ich mehrere Wochen, mehrere Monate und es gibt Männer, die haben mir davon erzählt, dass sie das genauso machen. Das solltest du auf keinen Fall tun. Das größte Problem dieser Plattform ist allerdings der Fakt, dass du dort nur schreiben kannst. Denn durch das Schreiben kommunizierst du im Grunde nicht besonders viel. Deine Stimme ist nicht vorhanden, die Person sieht dich nicht und kann keinen richtigen Eindruck von dir bekommen und umgekehrt auch nicht. Was cool ist und was neu eingeführt wurde, zum Beispiel auf Tinder, sind diese, naja, Bewegtbilderfunktionen, wo man so 3 Sekunden so ein Bild sieht, was sich bewegt. Das ist ganz cool, um so einen groben Eindruck mal von der anderen Person zu bekommen, aber hilft dem Problem immer noch nicht weiter. Das Ding ist einfach, im echten Leben hast du deine Stimme, du hast deine Körpersprache, du hast dein Auftreten und kannst damit innerhalb von wenigen Minuten überzeugen, kannst damit innerhalb von wenigen Minuten auch die Frau von dir begeistern und sie kann dich begeistern. Hier online geht es leider nicht und oft ist es so, dass Gespräche bereits im Schreiben verlaufen, weil es langweilig ist. Und weil einfach nichts rüberkommt, weil eben diese Aspekte fehlen. Das ist das große Problem von Online-Dating-Plattformen. Das andere Problem mit Schreiben ist, dass solche Dinge wie Sarkasmus oder Ironie, die ansonsten sehr tolle Werkzeuge sein könnten, falsch wahrgenommen werden. Flirten hat immer so ein bisschen was mit Spaß und Humor zu tun, aber Spaß und Humor über Text zu kommunizieren funktioniert nicht wirklich. Das geht nur dann, wenn du die Person bereits gut kennst. Wenn ein guter Kumpel mir was Lustiges schreibt, dann weiß ich ja ungefähr, wie er es meinen würde, wenn ich ihn jetzt sehen würde. Ich kann mir vorstellen, wie seine Stimme dazu klingt, zu der Sache, die er erzählt. Wenn ich aber jemanden auf Tinder kennenlerne, LOVOO und so weiter, habe ich das überhaupt nicht und das ist ein Riesenproblem. Und um dieses Problem zu lösen, ist es für dich unerlässlich und ganz, ganz wichtig, dass du immer versuchst, relativ schnell auf WhatsApp rüber zu wechseln. Das ist die eine Sache, die ich dir empfehlen kann, die eine Sache, die ich machen würde. Zumindest so lange, wie diese ganzen Online-Dating-Apps noch keine eigenen Chat-, Sprach- und Videofunktionen haben. Nein, Sprach- und Videofunktionen, Chat-Funktionen haben sie ja. Und dann wechselst du mit der Frau auf WhatsApp rüber und dort kannst du dann anfangen, Sprachnachrichten zu machen. Dort kannst du dann auch theoretisch anfangen, so kleine Videoschnipsel zu machen. Das ist einfach ganz wichtig, damit erstens die Frau einen Eindruck von dir kriegen kann, aber du auch einen Eindruck von der Frau. Denn oft sind auf Online-Dating-Plattformen sehr komische Frauen unterwegs. Eben die, die jetzt im Alltag oder in ihrem normalen Leben nicht so viele Männer kennenlernen. Ist natürlich nicht immer so, aber viel. Und da kannst du auch schnell herausfinden, ob die Frau dir überhaupt gefällt. Denn ich hatte es oft, dass ich eine Frau getroffen habe vom Online-Dating und im ersten Moment gemerkt habe, die gefällt mir überhaupt nicht, die hatte ich auf der Straße niemals angesprochen. Von der Wirkung her. Die Wirkung weiß ich ja nicht, wenn ich nur ihr Profil sehe. Aber wenn ich dann auf WhatsApp mit ihr schreibe, mit ihr Sprachnachrichten, mit ihr vielleicht auch kleine Videos austausche, dann weiß ich sehr schnell. Die Frau kann ich da doppelt so schnell, dreifach so schnell, zehnfach so schnell kennenlernen und damit wird ein Date viel wahrscheinlicher, weil die Frau möchte sich halt
Also für die Frau, das musste man aus deren Sicht sehen, ist es halt so, sie trifft sich mit jemandem, den sie nicht kennt, und das ist potenziell erstmal gefährlich. Wenn er sie nur mit der Person geschrieben hat, dann ist das immer noch gefährlich, weil sie kann dich überhaupt nicht einschätzen. Aber wenn sie dich sprechen hört, wenn sie dich vielleicht auf kleinen Videos sieht, dann kann sie dich bereits viel besser einschätzen. Und du musst dafür nicht der Videomeister sein, du musst dafür nicht YouTube machen wie ich, um das gut hinzubekommen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Aber es hilft natürlich. Es reicht einfach, wenn du dich dort präsentierst, und du musst dir da auch keinen Stress machen. Du musst nicht geile Videos produzieren, nicht geile Sprachnachrichten machen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht nur darum, dass sie dich mal erleben kann. Und deswegen schreibe ich den Leuten oder den Frauen auf Tinder meistens relativ schnell: Hey, lass uns doch auf WhatsApp wechseln. Das finde ich viel persönlicher. Schreib mich gerne mal an und schicke dann meine Nummer, sodass sie mich anschreiben kann. Manchmal gehen die Frauen darauf nicht ein, auch wenn es zu früh ist. Dann kannst du noch ein bisschen mit ihr hin und her schreiben. Meistens ist es ab dem Punkt sowieso ein bisschen schwierig, da weiter im Kontakt zu bleiben. Aber ich würde dir empfehlen, bei den ganzen Online-Dating-Sachen so schnell wie möglich zu wechseln in WhatsApp, damit du einfach die richtige Kommunikation machen kannst. Das ist ja auch das, was ich dir empfehle, wenn du jetzt mit der Frau auf der Straße eine Nummer getauscht hast, dann würde ich dir auch empfehlen, dieses Medium Sprach- und Videonachrichten zu nutzen, einfach weil Text unglaublich unpersönlich ist, gerade wenn wir die Person nicht kennen. Wenn wir die Person nicht kennen, sagt Text uns überhaupt gar nichts. Und Dinge können unglaublich schnell falsch rüberkommen, was dann unter Umständen ein Date zerstören könnte, was sehr gut passt. Einfach nur, weil du geschrieben hast. Das heißt, wenn du deinen Erfolg auf diesen Plattformen verbessern willst, dann wechsle so schnell wie möglich auf WhatsApp, um Sprach- bzw. Videonachrichten machen zu können. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du dazu noch Fragen hast oder wenn du einen anderen Themenvorschlag hast. Ich mache ab jetzt wieder jeden Tag Videos, und da interessiert mich natürlich auch, was eure Vorschläge sind, was ihr sehen wollt. Denn auch nicht mir fällt jeden Tag was ein. Ich habe ja auch viele Themen schon besprochen. Deswegen, was auch immer du wissen willst, schreib es in die Kommentare. Und wenn es passt, mache ich da gerne ein Video zu. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir, wenn du neu hier bist. Und gerade anfängst mit dem Thema, kannst du die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Das sind Anziehungsschalter, die du bei der Frau umlegen kannst, um Anziehung zu erzeugen, wie der Name schon sagt. Die solltest du kennen, kannst sie gratis hier unter mir runterladen. Und rechts in der Ecke geht's zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir dieses Video hier gefallen hat. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.